Sommer daheim wird Ihnen präsentiert von Ihren DM-Drogeriemärkten in der Region. Wir wünschen viel Freude und einen schönen Sommer. DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Denn ich bin im Kletterwald Pottenstein und der ist auf keinen Fall ohne. Und bevor ich irgendwas falsch mache, frage ich doch erstmal den Profi, wie das Klettern wirklich geht. Cyril ist heute der Profi an meiner Seite. Für den 40-Jährigen ist es jetzt schon die 8. Saison im Kletterwald. Cyril, erstmal richtig cool, dass du dich für mich Zeit nimmst. Jetzt vorm Klettern, was brauche ich eigentlich? Also, wenn du zu uns zum Klettern kommst, brauchst du sportliche Klamotten, festes Schuhwerk und sonst eigentlich nichts, weil alles andere kriegst du von uns gestellt. Du kriegst von uns einen Gurt gestellt und die Handschuhe, die du brauchst. Jetzt, wenn ich oben bin, was muss ich denn jetzt eigentlich beachten? Eigentlich ist das Wichtigste, dass du dich am Einstieg richtig sicherst, weil wir haben ein Sicherungssystem, das ein versehentliches Aushängen eigentlich unmöglich macht, wenn man sich am Einstieg richtig gesichert hat. Und danach kann sich eigentlich jeder seine eigene Strategie überlegen und schauen, wer am besten die verschiedenen Hindernisse bei uns meistern kann. Okay, sehr cool. Gibt es irgendwelche Insider-Tipps, die ich wissen sollte, bevor ich da jetzt hochgehe? Cool bleiben. Seit 2006 gibt es den Kletterwald in Pottenstein. Insgesamt 16 Parcours laden zum Austoben ein. Alle Parcours sind in Farben und Tiernamen gruppiert. Von der leichtesten grün zur schwersten Stufe schwarz. Für jeden ist was dabei. Boah, das war jetzt ganz schön anstrengend. Welche Muskelgruppen werden hier eigentlich beansprucht? Also jetzt speziell in dem Element würde ich mal sagen, massiv die Greifkraft, ein bisschen der Bizeps und vor allem die Beinmuskulatur. Und auch Körperspannung verlangt dieses Element viel ab. Ja, habe ich schon gemerkt. War das jetzt eigentlich so eher in Richtung Ausdauersport oder Kraftsport? Oder wie kann man das jetzt so eigentlich bezeichnen, vor allem das Klettern überhaupt? Das ist eigentlich immer eine Mischung aus beiden. Zum Schluss geht's für mich aber noch hoch hinaus. Die letzte Hürde, den Orang-Utan bezwingen. Ich bin jetzt hier oben und ich muss sagen, ich habe echt Höhenangst, aber hier komme ich auf jeden Fall richtig an meine Grenzen, aber ich schaffe das. Und ich muss sagen, dieser Weg dahin war schon für mich sehr hart, aber ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Für mich war das Klettern ein voller Erfolg. Der Kletterwald ist in den Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Reservierung über das Online-Portal ist dringend notwendig. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 21 Euro. Und wuh! Ah! Sommer daheim wurde Ihnen präsentiert von Ihren DM-Drogeriemärkten in der Region.